Das ist das Salzburger Magazin und das waren die wichtigsten Themen 2017. 119 Ladestationen für Elektroautos, Ausbau geht zügig voran. App-Fahrzone besser unterwegs mit Quando Salzburg und Cablelink macht Tempo. Bis 2030 investiert die Salzburger jährlich 21 Millionen Euro. Zu Beginn geht es gleich um das Infrastrukturprogramm der Salzburger und des Landes Salzburg für Elektromobilität. Und da haben wir einiges vor. Es geht um insgesamt 119 Ladestationen für Salzburgs Gemeinden. Der Elektromotor ist der Antrieb der Zukunft, über das sind sich Experten einig. Dabei spielt der Ausbau der Ladeinfrastruktur eine wesentliche Rolle. Wir setzen auf Elektromobilität, weil Elektromobilität ein Zukunftsthema ist. Und die Salzburger AG hat immer auf Zukunftsthemen gesetzt. Künftig wird der Lebensbereich, in dem wir uns bewegen, elektrisch sein. Und die Mobilität wird es auch sein. Und wir gehen ganz klar den Weg. Mobilität heißt für uns strombetrieben, batteriebetrieben. Die Salzburger AG bietet bereits heute das dichteste Ladenetz für Elektroautos im Bundesland Salzburg an. Im Rahmen der Partnerschaftsvereinbarung zur Klima- und Energiestrategie Salzburg 2050 errichtet die Salzburg AG in Kooperation mit dem Land Salzburg 119 Ladestationen in den Salzburger Gemeinden. Das Ganze ist ein sehr attraktives Angebot, weil wir hier eine Drittelteilung haben. Ein Drittel der Kosten, etwa 10.000 Euro, zahlt das Land, ein Drittel nur die Gemeinde und ein Drittel die Salzburger AG. Und wir glauben, damit einen ganz wesentlichen Aspekt wieder zu setzen für eine e-mobile Zukunft, aber auch für eine wirtschaftlich attraktive Angebotsgestaltung seitens der Salzburger AG. Mit einer Ladeleistung von 22 kW bietet die Ladesäule einen schnellen Ladevorgang. Damit können Elektrofahrzeuge neuerer Bauart in ungefähr 1 bis 2 Stunden geladen werden. Mit dem Ausbau der Ladeinfrastruktur unterstützt die Gemeinde ihre Einwohner. Zudem ist der Ausbau für Reisende mit Elektroautos ein wichtiger Aspekt bei der Wahl des Urlaubsortes. Das 119-Ladestationen-Programm geht zügig voran. Welche Gemeinden schon dabei sind, finden Sie übrigens auf unserer Homepage. Und dort gibt es auch ein interessantes Angebot für Tourismusbetriebe, die ihren Gästen eine Lademöglichkeit anbieten wollen. Wir bleiben auch gleich bei der Elektromobilität und wechseln jetzt zum OBUS und zur Mobilitäts-App Quando. Damit der Fahrkartenkauf künftig noch flotter geht, bietet die App Quando Salzburg ein ganz besonderes Service. Ein Vorteil des Kaufs über das Smartphone, also über die Quando-App, ist natürlich, dass man dann nicht mehr beim Obuslenker das Ticket kaufen muss und warten muss oder dass das eben länger dauert. Und so beschleunigt sich das Ganze natürlich. Ein 1-Stunden-Ticket ist dabei genauso im Angebot wie ein 24-Stunden-Ticket für ultimatives Öffi-Fahren in der ganzen Stadt Salzburg. Die wichtigsten Vorteile von Quando für den Kunden sind einerseits, dass er die Ankunftszeit in Echtzeit erfährt, andererseits die Möglichkeit für individuelle Routenvorschläge, dann haben wir die Infos über Störungen und last but not least natürlich eine detaillierte Kartenansicht in der App. Wer sich diese Vorteile sichern will, kann das im Handumdrehen tun. Die App Quando Salzburg ist in den App Stores von Android und iOS kostenlos erhältlich. Und wer die App erst einmal auf dem Smartphone hat, kann sie auf unterschiedliche Weise personalisieren. Einzug, Auszug, Umzug. Seit 2017 können Sie unser neues WhatsApp-Service nutzen. Schicken Sie uns einfach Ihre neuen Daten bequem per Handy. Wie das funktioniert, das zeigen wir Ihnen jetzt. Im Grunde genommen ist es ganz einfach. Gehen Sie auf die Seite der Salzburg AG, auf Kundenservice und Kontakt. Dort können Sie Ihre Telefonnummer eintragen. Danach erhalten Sie eine SMS aufs Handy und diese Nummer muss in Ihre persönlichen Kontakte gespeichert werden. Um den Service nutzen zu können, schicken Sie die WhatsApp-Nachricht Start. Ab diesem Zeitpunkt können Sie mit der Salzburger AG in Kontakt treten. Möchten Sie den Service nicht mehr nutzen, können Sie diesen ganz einfach mit Stopp abbestellen. Im Rahmen eines Pilotprojektes wurde 2017 der Drohneneinsatz zur Leitungsüberprüfung getestet. Bis Ende März 2018 prüft also die Salzburger gemeinsam mit ihrer 100%-Tochter Salzburg Netz GmbH, ob sich die technische Unterstützung durch Drohnen im Arbeitsalltag bewährt.
Die regelmäßige Überprüfung von Stromleitungen ist ein aufwendiges und zeitintensives Unterfangen. Drohneneinsätze sollen bei der sogenannten Leitungsbegehung unterstützen und Schäden teilautomatisiert entdecken. Ja, also heute haben wir probiert, was wir eigentlich mit so einer Drohnenbefliegung wirklich in der Praxis bei uns in den elektrischen Netzen sehen können. Also Zielsetzung war, wir haben die Drohne verwendet, mit verschiedenen Sensoren bestückt und wollen einfach mal sehen, welche Effekte sieht man da. Sieht man da irgendwo mit der Thermografiekamera Schäden, mit der normalen optischen Kamera Auffälligkeiten. Später wollen wir auch probieren, ob wir mit einer UV-Kamera irgendwie Teilentladungseffekte detektieren können. Und der vierte Punkt ist, dass wir auch schauen wollen, mit einer Stereokamera, dass wir ein Höhenschichtenmodell erstellen. Die Befliegung durch Drohnen soll keinen vollständigen Ersatz der Leitungsbegehung durch Mitarbeiter darstellen. Aber die Sensorik der Drohne bemerkt Auffälligkeiten, die dem menschlichen Auge verborgen bleiben. Flugtechnisch zu beachten gibt es natürlich, dass man die meisten dieser Flüge manuell zu fliegen hat. Das heißt, ein autonomer Flug ist momentan von meiner Seite her noch nicht empfehlenswert, weil wir noch nicht wissen, wie die Technologie eben reagiert. Deshalb ist da die Pilotenexpertise sicher auch ein ganz großes Faktum, dass man hier immer eingreifen kann, wenn es notwendig ist. Und alle anderen zusätzlichen Aspekte, die von der Luftfahrtsbehörde vorgegeben sind, die sind sowieso einzuhalten. Also das heißt, die Mindestflughöhen, also die Maximalflughöhen einzuhalten, etc. Bis Ende März 2018 wird geprüft, ob sich die technische Unterstützung durch Drohnen im Arbeitsalltag tatsächlich bewährt. Cablelink macht Tempo. Bis 2030 investiert die Salzburg AG jährlich 21 Millionen in den Ausbau der Telekommunikationsinfrastruktur. Seit 20 Jahren ist Cablelink nun schon Salzburgs bestes Internet. Und damit das auch in den nächsten Jahrzehnten so bleibt, drückt die Salzburg AG kräftig auf die Tube. Der Breitbandausbau mit Glasfaserkabeln geht im ganzen Land konsequent weiter. Zusammen mit dem Land Salzburg wollen wir aber die flächendeckende Breitbandversorgung im ganzen Bundesland Salzburg noch weiter ausbauen. Die Salzburg AG hat hier eine klare Strategie, eine Telekom-Strategie. Schon jetzt können wir all unseren Haushalten und Kunden ein Breitband in der Größe von 200 Megabit pro Sekunde zur Verfügung stellen. Neben innovativen Systemlösungen bietet die Salzburg AG das beste Internet für alle Salzburgerinnen und Salzburger an, unabhängig ob im urbanen oder im ländlichen Raum. Damit auch die Wettbewerbsfähigkeit aber weiterhin klar die Nummer 1 bleibt, werden wir bis ins Jahr 2030 jedem Salzburger Haushalt 1 Gigabit pro Sekunde zur Verfügung stellen. Eine flächendeckende Versorgung mit ultraschnellem Internet ist ein entscheidender Schlüssel für die Wettbewerbsfähigkeit des Bundeslandes. Bis ins Jahr 2030 werden damit 273 Millionen Euro von der Salzburg AG für Salzburg investiert werden. Die Festungsbahn feierte 2017 ihr 125-jähriges Jubiläum und aus diesem Grund machen wir jetzt einen kurzen Blick hinter die Kulissen, dorthin, wo man normalerweise nicht hinkommt. Vom Führerstand aus wird die Festungsbahn überwacht. Der Maschinist der Festungsbahn hat hier seine Kameras für die Beobachtung der Strecke, der Fahrzeuge, der Fahrgäste. Es gibt hier einen Monitor, da werden sämtliche Schaltvorgänge der Bahn angezeigt, Abschaltungen, Türen auf, Türen zu, Notabschaltungen. Im Maschinenhaus befindet sich der Antriebsmotor mit einer Leistung von 250 kW. Das Getriebe mit Kupplung zur Antriebsscheibe. An der Antriebsscheibe befinden sich die Betriebsbremse sowie die Sicherheitsbremse. Wird geregelt und gesteuert mit einem Bremsaggregat. Sämtliche Bremsen werden hydraulisch gelüftet. "2017 gab die Salzburg einen Blick hinter die Kulissen ihrer Lehrlingsausbildung und vor allem in die modernisierte Lehrwerkstätte. Die Salzburg AG ist einer der größten und vielseitigsten Ausbildungsbetriebe übrigens im Bundesland Salzburg. Die Ausbildung in Praxis und Berufsschule ist ein Erfolgsmodell made in Austria, das europaweit, wenn nicht sogar weltweit Vorbildcharakter hat. Wir haben fast eine 500.000 Euro in die neue Lehrwerkstätte, in die neue Lehrwerkschule investiert. Wir haben das deshalb gemacht, um hier
auf den neuesten, aktuellsten Stand der Technik zu sein. Wir haben in Energielabors investiert, wir haben in auch schulische Gegenstände investiert. Wir wollen hier eine Tablet-Schule abbilden, alles digital. Warum haben wir das getan? Weil wir hier auch ein ganz klares, sichtbares Zeichen setzen wollen, dass wir für die besten Köpfe, für die jungen Nachwuchskräfte auch die beste Ausbildungsmöglichkeit schaffen wollen. Jährlich bewerben sich knapp 300 Jugendliche für offene Lehrplätze bei der Salzburger AG. Mit 10 verschiedenen Lehrberufen gehört die Salzburg AG zu den vielseitigsten Lehrlingsausbildnern in Stadt und Land Salzburg. Ja, mir gefällt die neue Lehrwerkstatt ganz gut, weil es ist alles ziemlich hell und, man sieht alles relativ gut. Und viele neue Sachen haben wir auch und das passt ganz gut. Wo eigentlich die modernste Technik einmal in der Theorie und auch in ersten Praxiserfahrungen lernen kann. Wir Elektroniker haben jetzt einen eigenen Raum gekriegt, wo wir unsere Schaltungen aufbauen können. Und auch für die Elektriker ist es alles viel größer geworden und freundlicher. Und es ist einfach super, weil wir einfach die Ausbildung jetzt bestmöglichst genießen können. Als technologisches Unternehmen wird besonders für junge Menschen, die an Elektronik, Maschinenbau und Kommunikationstechnologie interessiert sind, einiges geboten. Neu und immer stärker wird auch das Thema Kfz-Techniker, weil es in Richtung Elektromobilität geht, aber auch natürlich Personalkauffrau und Personalkaufmann sind hier sicherlich auf der Top-Liste der jungen Kolleginnen und Kollegen. Heuer im September haben 13 neue Lehrlinge bei der Salzburg ihre berufliche Laufbahn begonnen. Bis Ende November können sich Interessierte für eine Lehrlingsausbildung mit Beginn Herbst 2018 bewerben.